Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marios Eindruck hier auf TennoTV. Heute möchte ich euch Mighty Switch Force 2 vorstellen. Das Action-Side-Scrolling-Game von WayForward ist vor wenigen Wochen im 3DS eShop erschienen und WayForward könnte euch ein Begriff sein, zum einen vom Vorgänger Mighty Switch Force, zum anderen aber auch von so grandiosen Spielen wie Shantae. Auf DSiWare gab es eine Fortsetzung und das Original für den Game Boy Color ist gerade vor wenigen Wochen auch im 3DS eShop in der Virtual Console erschienen. Ein Studio, das sich also schon einen Namen gemacht hat auf Nintendos Handhelds. Und ja, ich möchte euch jetzt in den kommenden Minuten vorstellen, wieso auch der zweite Teil von Mighty Switch Force den Download mehr als wert ist. Viel Spaß dabei! Und etwa ein Jahr, nachdem Patricia Wagon die Hooligan Sisters wieder eingefangen hat, wartet das nächste Problem auf die kybernetische Friedensoffizierin. Komische Feuerwesen greifen die Welt an und legen überall Feuer. Wobei die Geschichte eigentlich vollkommen egal ist. Sie wird im Spiel auch quasi nicht erklärt. Man braucht schon das digitale Handbuch, um zu verstehen, was wirklich los ist. Ganz Retro-Style. Das Einzige, das man wissen muss, ist, dass man pro Level 5 Frauen retten und am Ende in seinen Roboter Corporal Gendamore steigen und das Gebiet verlassen muss. Und da die komischen Wesen, die die Welt angegriffen haben, alles in Brand gesteckt haben, hat die Heldin nun keine normale Knarre mehr, sondern einen Wasserwerfer, mit der sie aber nicht nur die Brände löschen kann bzw. muss. Das zentrale Element im Gameplay ist natürlich nach wie vor das Umschalten, also das Switchen von Blöcken in den Vordergrund und in den Hintergrund. Man hat im Prinzip zwei Ebenen im Spiel, sehr schön durch den 3D-Effekt auch untermalt. Und manche Blöcke sind halt im Hintergrund und durch einen Druck auf eine Taste kann man die in den Vordergrund holen, wohingegen dann solche Blöcke, die sich vorher im Vordergrund befanden, in den Hintergrund rutschen. Natürlich nicht alle, sondern nur ganz bestimmte. Und so muss man halt gewisse Logikrätsel die ganze Zeit in den Levels lösen. Also zum Beispiel von einem Block, der sich im Vordergrund befindet, abspringen über einem Abgrund und dann in der Luft umschalten, damit der nächste Block, der sich vor im Hintergrund befand, nach vorne kommt und man sicher landen kann. Oder halt so auch an Hindernissen vorbeispringen, dann nicht zu früh umschalten, denn wenn man umschaltet, während sich die Heldin vor einem Block befindet, also der im Hintergrund ist, und man holt den dann nach vorne, dann wird sie zwischen dem Block und dem Bildschirm des 3DS eingequetscht. Nicht gut. Sodass man halt da, ja, wie gesagt, verschiedene Logikrätsel lösen muss. Und natürlich hat das neue Feature im Spiel, der Wasserwerfer, da einige neue Elemente reingebracht, aber auch ohne den Wasserwerfer hat sich ein bisschen was verändert. Es gab schon im Vorgänger so Blöcke, auf die man sich draufstellen konnte, damit sie beim Umschalten nicht in den Hintergrund verschwinden. Also da gab es, ich glaube, rote und blaue waren es im Vorgänger, sodass man da gucken muss, okay, ich stelle mich jetzt auf einen, dann schalte ich um, damit der rote Weg frei wird. Und manchmal brauchte man vielleicht beide gleichzeitig im Vordergrund oder mal nur den blauen, mal nur den roten. So konnte man das halt switchen. Und da gibt es jetzt mehr Farben. Ich glaube, drei oder einmal habe ich, glaube ich, sogar vier gesehen. Verschiedene, das heißt, da sind die Rätsel ein bisschen komplexer geworden. Und des Weiteren kommt hier auch der Wasserwerfer bei diesen Dingern zum Einsatz, denn es gibt manchmal so ja, Rohrbahnen quasi. Und wenn man da mit dem Wasserwerfer Wasser reinspritzt, dann läuft das Wasser seinen Weg und muss dann halt gewisse Punkte erreichen, zum Beispiel um Gegner zu besiegen oder Matschblöcke, die man aufweichen kann, zu zerstören. Und so muss man dann halt gucken, okay, diese blauen, die müssen jetzt vorne sein, damit das Wasser da lang fließt, aber die roten dürfen nicht im Vordergrund sein, weil die blockieren irgendwas und so muss man halt sich da durchwurschteln und das so puzzeln, dass es dann halt wieder passt. Ja, die Matschblöcke habe ich schon erwähnt, das ist auch eine ganz gute Überleitung auf die Babys. Das ist etwas Neues, was man ja, ich sag mal, sammeln muss. Also die Rettung von Babys ist jetzt nicht so, wie ich sie mir vorstellen würde. Man hat in jedem Level ein Baby versteckt, an einem recht schwer erreichbaren Ort und muss eben versuchen, da hinzukommen. Manchmal sind es Matschblöcke, die man vielleicht auf dem Weg nach unten kaputt gemacht hat oder zerlaufen lassen hat, um halt nach unten zu kommen. Wenn man aber geschickt ist oder das Level kennt und halt weiß, okay, ich muss den und den und den stehen lassen, dann komme ich nachher von unten wieder nach oben an die Stelle, wo das Baby ist. Oder manchmal sind sie auch einfach nur gut versteckt oder irgendwo am Rand, sodass man an ihnen leicht vorbeiläuft. Und ja, die muss man halt finden, quasi als zusätzliches Element neben den fünf Frauen, die man sowieso finden muss, um ans Ziel zu kommen. Die Babys sind dabei optional. Und wenn man alle findet, dann bekommt man dafür ein kleines Gimmick. Ja, und zuletzt muss ich noch sagen, das nervige Sterben aus dem Vorgänger ist leider immer noch dabei. Denn die Heldin hat drei Herzen und wenn sie diese drei Herzen verliert, dann kann man im Level zwar wieder aufladen, aber auch nur dann, wenn man eben so eine Chipkarte bekommt. Wenn die weg sind, fängt man wieder von vorne. Und das finde ich irgendwie überflüssig, weil man hat durch das Zeitfeature im Spiel, also durch diese Zeitvorgaben, die man hat, sowieso, muss es eigentlich perfekt laufen, wenn man die Zeit knacken will. Das heißt, es ist irgendwie überflüssig, wenn man 10 Sekunden vor dem Ziel einen Fehler macht und dann stirbt und wieder von vorne anfangen muss, weil
das nervt einfach nur. Also mich hat es einfach nur genervt, weil das Schaffen der Levels ist eigentlich gar nicht die Herausforderung im Spiel. Manche Levels sind schwer und bei denen nervt es mich dann besonders, dass man es einfach nicht hinkriegt, weil man dann eben immer wieder von vorne anfangen muss. Und manche, vor allem das letzte, ist relativ lang und hat auch relativ viele Stellen, wo man lange warten muss und wo man viel machen muss. Und da dann halt kurz vor Schluss zu sterben, ist einfach nur ätzend. Und da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass man darauf verzichtet und stattdessen vielleicht das Zeitlimit noch ein bisschen härter macht oder ein bisschen austariert. Aber das Sterben, das fand ich irgendwie immer überflüssig und finde ich auch hier überflüssig. Im Prinzip hat sich also gar nicht so viel im Vergleich zum Vorgänger geändert. Jedoch bietet der Wasserwerfer schon Grund genug, das Spiel herunterzuladen. Die 16 neuen Aufgaben fühlen sich durch die neuen Möglichkeiten sehr frisch an und machen nach wie vor großen Spaß. Auch ist das Spiel wieder nicht gerade leicht. Zwar kann man die meisten Levels im ersten Versuch schaffen, aber die Zeitvorgabe einzuhalten erfordert ausnahmslos Perfektion. Schon ein kleiner Fehler und man kann eigentlich von vorne anfangen. Bei Levels, die eine Zeitvorgabe von über 3 Minuten haben, kann man sich leicht vorstellen, wie schwer das sein kann. Aber es motiviert auch ungemein, da man nach und nach die Levels in- und auswendig kennenlernt und so immer schneller und besser durchkommt. Grafisch ist Mighty Switch Force 2 wie schon der Vorgänger auch super gut gelungen, sieht richtig gut aus, der Comic-Stil passt und ist sehr sauber gezeichnet alles und obwohl der 3DS ja nur eine relativ geringe Auflösung hat, sieht alles echt wirklich super aus, es läuft butterweich, der 3D-Effekt ist richtig toll, vor allem durch eben dieses Switch-Feature von Vordergrund und Hintergrund, das wird dadurch sehr gut unterstützt, man hat eine gute Tiefenwirkung, obwohl es ja ein 2D ist, also ein Side-Scrolling-Spiel. Hat man dadurch echt einen guten Tiefeneffekt. Vor allem gibt es relativ am Ende ein cooles Level, was aus diesem ganzen Stil des sonstigen Spiels so ein bisschen hervorsticht und etwas anderes macht. Und das fand ich wirklich atemberaubend. Also das hat echt, als ich das erste Mal gespielt habe, ja, wow, ey, das ist ja klasse. Das sieht richtig gut aus und ist mal was Neues. Und auch sonst ist das Spiel echt super abwechslungsreich, sodass man fürs Auge einiges geboten bekommt. Was ich allerdings nicht so ganz gut gelungen finde, wie im Vorgänger, ist die Musik. Die ist nach wie vor fetzig, aber mir persönlich zu technisch und teilweise auch zu hardcore. Also es ist wirklich, es gibt da Szenen im Spiel, wo es richtig so bum bum kracht. Und ich finde, das passt eigentlich nicht zu dem Spiel, weil es ist zwar schon ein Action-Side-Scrolling-Game, aber es hat starke Elemente oder es legt einen hohen Fokus auf Puzzle. Und da wäre ein bisschen mehr Ruhe manchmal doch ein bisschen passender gewesen. Also mir ist es irgendwie zu bum bum für dieses Spiel. Das war im Vorgänger besser. Das war eher ein bisschen ruhiger im Hintergrund und nicht ganz so aufgedrängt. Wohingegen ich die Steuerung, um zu meinem letzten Punkt hier in diesem Teil zu kommen, sehr gut gelungen finde mit den Schultertasten. Das klappt super mit dem Umschalten, Springen, Schießen. Geht alles wunderbar von der Hand. Das Einzige, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig und manchmal nervig ist, ist der Wasserwerfer. Denn wenn man auf den Knopf für den Wasserwerfer drückt, dann baut sich der Wasserstrahl logisch langsam auf. Wenn man also direkt vor einer Flamme steht, die man löschen will, drückt man den Knopf, hält ihn gedrückt und das Wasser spritzt quasi nur kurz das Feuer an und spritzt dann drüber weg. Das heißt, man muss Flammen, die man ausmachen will, darf man nicht direkt davor stehen oder muss dann über den Knopf nur kurz drücken, solange bis es aus ist. Und das nervt an manchen Stellen, wo es mal schnell gehen muss, weil es gibt nämlich auch so Öfen, die nach kurzer Zeit dann wieder angehen. Wenn man dann draufsteht, ist das natürlich nicht so gut, wenn die wieder angehen. Dann verbrennt man sich nämlich gehörig die Flossen, die Füße, Flossen, ja, war schon richtig. Und hier ist es manchmal etwas nervig, wenn man wirklich mit Wasserstrahl durchläuft, weil man halt viel gerade löschen musste. Und dann muss man halt koordinieren, loslassen, kurz wieder drücken und dann aber nicht zu lange, damit der Strahl wieder nicht drüber geht. Also manchmal ist das ein bisschen nervig, aber da kann man sich dran gewöhnen. Und insgesamt ist, wie gesagt, die Steuerung per Schiebepad und Tasten super gut gelungen. Und bevor ich nun zu meinem Fazit komme, noch ein paar Worte zum Umfang. Insgesamt 16 Levels sind für die Kleinigkeit von 5 Euro mit dabei. Das ist ein astreines Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn man an sich mit dem Spiel sehr schnell durch sein kann. Durch die harten Zeitvorgaben und die neue Motivation, jedes Baby zu finden und in die Freiheit zu treten, bietet es aber viel mehr, wenn man sich drauf einlassen will. Ja, das Fazit kann ich eigentlich wirklich super kurz halten, denn das meiste habe ich ja schon gesagt und im Prinzip brauche ich hier nur nochmal zusammenfassen, dass das Spiel wirklich, wirklich gut ist. Grandios kann man sogar fast dazu sagen. Es macht richtig viel Spaß, es bietet für 5 Euro ordentlich Umfang. Man ist zwar relativ schnell durch, hat aber, wenn man sich darauf einlässt, wie ich eben schon gesagt habe,
und sich auf Highscore-Jagd begibt und alle Babys fangen will oder finden will, dann hat man ordentlich was zu tun und das für 5 Euro ist wirklich gut. 16 Levels bekommt man und vielleicht schiebt WayForward ja wie schon im Vorgänger wieder 5 kostenlose Levels hinterher. Und was ich eigentlich dann auch nur noch sagen muss, ist, wer den Vorgänger gespielt und gemocht hat oder die HD-Version davon, die ja auf der Wii U im eShop vor einer Weile erschienen ist, der kann mit Mighty Switch Force 2 eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen. Also wem das Spielprinzip gefallen hat im Vorgänger, der sollte hier unbedingt zuschlagen. Und auch wenn man den Vorgänger nicht gespielt hat, kann man hier mit großem Spaß haben und dann vielleicht mal auf das nächste Angebot der HD-Version im Wii U eShop warten und dann da den ersten Teil nachholen, wenn man Gefallen gefunden hat. Allerdings, da das Spiel zwar anders ist als sein Vorgänger und auch Abwechslung bietet, oder was Neues bietet, ist es doch irgendwie ähnlich. Also es ist jetzt nicht was episch Neues und deshalb bekommt das Spiel auch nur dieselbe Note wie der Vorgänger, nämlich 89%. Denn, ja, wie gesagt, es ist irgendwie ähnlich, es ist, bietet ein neues Gefühl, ein paar neue Features, aber insgesamt ist es doch, ja, auf dem gleichen Niveau geblieben und deshalb auch hier eine 89, finde ich eine wirklich gute Note und soll ausdrücken, dass ihr euch das Spiel runterladen könnt. Die 5 Euro sind definitiv nicht falsch investiert und ja, das ist jetzt soll genug gewesen sein zu meinem Gerede zu Mighty Switch Force 2. Ich hoffe, ich konnte euch rüberbringen, warum sich dieses Spiel lohnt. Wie immer gibt es natürlich auch noch einen geschriebenen Testbericht auf dendo.de, den ich euch auch in der Beschreibung verlinkt habe, wo ihr noch mal ein paar Dinge ein bisschen genauer nachlesen könnt. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Mario.